Hello guys, ich habe hier einen Videovorschlag bekommen. Normalerweise gehe ich auf die Videovorschläge nicht immer gleich ein, weil es sind einfach zu viele. Aber hier dieser Videovorschlag von YouTube auf meinem YouTube-Kanal Priorities Baby Ausrufezeichen. Also dieses Wort Baby und dann dieses wunderschöne Gesicht dazu, das hat mich natürlich jetzt schon sehr intrigt, ja. Und Projektmanagement und Skalierung deiner Recruiting-Agentur hängen miteinander zusammen. Das könnte natürlich auch für, rate mal mit Rosenthal, Nicht-Recruiting-Agenturen relevant sein. Also für Agenturen oder auch Dienstleister oder generell für jeden, der irgendwie skalieren will mit seinem Business. Projektmanagement hört sich irgendwie interessant an. Schauen wir uns das mal an. Okay. Ja, etwas langsam. Projektmanagement und Skalierung deiner Social Recruiting Agentur. Wie hängt das jetzt zusammen? Stell dir vor, du hast einen vollen Terminkalender, der sich immer weiter füllt. Good for you. Projekte und Kunden werden mehr, doch die Verwaltung wird immer schwieriger. Ohne gutes Projektmanagement wird das jetzt zum absoluten Chaos. Es hilft dir dabei, deine Projekte effektiv zu organisieren und alles auf Kurs zu halten. Setze da auf jeden Fall auf ein gutes Projektmanagement-Tool. Wenn wir uns jetzt aber Skalierung anschauen, dann spielt Projektmanagement eine noch größere Rolle. Ein starkes Projektmanagement-System und Tool helfen dir, den Überblick zu halten und sicherzustellen, dass einfach immer alle auf dem neuesten Stand sind. Und jetzt zu meinem ultimativen Tipp, der Eat the Frog-Methode. Klingt verrückt, oder? Diese Methode besagt, dass du die größten und komplexesten Aufgaben und Themen immer als erstes angehen solltest, weil diese Aufgaben oft die größte Wirkung haben und vor allem die meiste Energie benötigen. Dein Ziel ist die Skalierung deiner Agentur, also starte immer mit einem Plan in den Tag. Projektmanagement und Skalierung deiner Ja, absolut. Stimme ich zu 100% überein. Bis auf die Eat the Frog Methode. Ja, manchmal kann man die schwierigste und komplexeste Aufgabe, die unangenehmste Aufgabe auch auf die Mittagszeit schieben. Ja, denn morgens ist man halt einfach noch nicht so gut drauf, wie häufig. Ja, also als wie jetzt zum Beispiel Mittagszeit. Das hängt auch vom Unternehmertyp. Hängt das auch sehr stark ab. Ja, ich kenne viele, die fangen erst so richtig am Nachmittag Gas zu geben. Genauso wie wenn ich Telefonakquise mache für meine Kunden aus der IT-Branche. Es gibt Entscheider, die fangen morgens um 7 an und es gibt Entscheider, die erreiche ich grundsätzlich nicht mehr nach 3 Uhr nachmittags. Und es gibt Entscheider, die erreiche ich erst ab 17 Uhr nachmittags. Ja. Von daher, da jeder Mensch, ja, genauso wie manche sind Nachteulen, manche sind Frühaufsteher, ebenso unterschiedlich ist, kann man letztendlich meiner Meinung nach die Eat the Frog Methode auch nicht wirklich auf jeden Menschen einfach mal so querbeet anwenden. Wie es ist halt mit dem Eat the Frog, da gibt es ja sogar ein ganzes Buch da, glaube ich, dazu. Immer wieder so wie mit vielen, mit so vielen anderen Coaching-Gedönsen. Ja, also man wird immer irgendwie versucht, eine Regel aufzustellen, die irgendwie dann wie so ein wie in so in einer. In der Fabrik, ja, also irgendwie jedes Produkt ist irgendwie genau gleich, ja, auf so einem Fließband, aber die Menschen sind halt einfach nicht alle genau gleich. Bei manchen funktioniert es, bei manchen eben nicht, ja. Ja, das wollte ich einfach nur dazu sagen. Ansonsten super klasse Video 1A.